Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier bei den Gefährten und auf dem Weg ohne zur Wegner Aufnahmeprüfung. Wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Ah, da seid ihr ja. Okay, mit dir muss ich reden jetzt? Mhm. Da seid ihr ja. Ja, ihr wolltet mich sehen? In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Aha. Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Und was hat das mit mir zu tun? Es wäre mir eine Ehre, danach zu suchen. Buh, wir sind freundlich. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Respekt und Stiefelleckerei, Jungblut. Aber mir gefällt eure Einstellung. Dies soll eure Prüfung sein. Wenn ihr euch gut schlagt, dürft ihr euch zu den Gefährten zählen. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Okay. Enttäuscht uns nicht. Und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Ja, okay. Sprich mit Falkas, gut. Wo ist denn der Heinz jetzt? Der ist das ist der Große mit den schwarzen Augen, ja? Da draußen sitzt er. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ja, lass uns in Ruhe. Und ich nehme an, wir müssen da jetzt aber schon auf Heilung aus sein. Hellsehen, heilende Hände, ja. Puh, nicht vergessen. Okay. Farkas, das ist der mit den... Ah ja, ich weiß schon. Wo sitzt denn der? Da ist er. Ja, das ist unser Held. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja, freilich stimmt das. Jetzt geht mir aus dem Weg, ich rede mit Farkas, okay? Farkas, bleibt da. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ja, werdet ihr mein Schildbruder sein? Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Dein Gefährte ersetzt deinen Begleiter. Ja, verflixt. Wo gehst denn du jetzt hin? Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Kosten 240. Aha. Das könnten wir aber machen, weil wir haben ja Geld, und den könnte ich... Ich muss mal schauen, kann ich mit dem was tauschen? Was ist Wutrat? Weshalb hat Skjordis meine Prüfung genannt? Wir treffen uns beim Staubmannsgrab. Wer war dieser Gelehrte? Aha. Da kann ich gar nichts machen mit dem Heinz, oder? Ja, ich frage ihn einmal durch, ja? Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrat war seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Weshalb? Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Schwester nennen. Okay. Wer war dieser Gelehrte? Ein kluger Mann hat uns von einem Klingenstück erzählt. Skjor glaubt, ihr sollt es finden. Und ich soll auf euch aufpassen. Okay, wir treffen uns beim... Trödelt nicht, Schildschwester! Gut so, und jetzt aber rasch, wo ist denn unser Heinze hin? Weil der hat ja noch Sachen von mir. Ich muss mit Farkas nochmal reden. Vielleicht kann ich doch was tauschen. Wir sollten weitergehen. Gar nichts kann man da. Ah, unser Feendal hat noch ein paar Sachen von mir. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hingelaufen jetzt? Verflixt. Na, gar nichts ist in Ordnung. Der Feendal springt mir davon. Da ist er. Komm her. Flusswald ist schon ganz in Ordnung.
für ein Dorf der Nord. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Ja, haha, super. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das kaufen kann. Hier gibt es eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Dann brauche ich mehr Erfahrung. Aha, alles klar. Mhm, bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt möchte ich wissen, wo du hingehst. Gehst du jetzt heim mit meiner ganzen Ausrüstung? Du, wow. Immer schön den Himmel im Auge. Ja, im Himmel im Auge behalten. Verflixt nochmal. Wir müssen darüber. Bringt das Fragment in deinen Besitz? Muss ich da jetzt allein laufen? Wo ist denn der Farkasch? Ist der jetzt auch fort? Bin ich jetzt ganz allein? Okay. Überlegt ihr euch. Ja, ich weiß, dass das Priesenheim zum Kaufen ist und jetzt müssen wir da allein noch da. Ah, verflixt und so genäht. Das wollten wir alles nicht. Aber wir laufen da einmal durch Himmelsrand. Alleine reisen ist immer so öde, Leute. Keinem zum Quatschen und keinem, der uns den Rücken frei hält. Ah. So, was ist denn da? Wer bist du? Bist du die Maurer? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Meine Freundin Maven und ich, ihr habt sie in Rifton doch kennengelernt. Nun, wir kennen unseren Platz in dieser Welt. Und auch den Platz der anderen. Ja, du bist mir ganz suspekt. Und jetzt fängt's auch noch zu regnen an. Boah. Das war wieder notwendig. Jetzt wäre noch zu fragen, laufen wir da querfeldein, weil es lustig ist und so. Springen wir da mal rüber, ja. Und ich vergesse dauernd, dass wir noch den Fuß haben. Und das dauert ja auch, bis der sich regeneriert. Wir müssen darüber und ich habe dann Zeichen auf dem Marker oben. Was ist denn das? Da brennt ja was. So. Fuß. Ah, so schnell geht das nicht. Mit dem Jagen. Wir brauchen da ein Gift für den Pfeil, das habe ich schon gemerkt. Was haben wir da jetzt ausgerüstet überhaupt? Schauen wir mal. Oh, das brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir? Feuer und Feuer. Okay, das machen wir. Aber stecken wir mal die Dinger weg und schauen wir mal, was da los ist. So. Oh, oh. Mammuts. Und ein Riese. Ja, Leute, ich möchte da jetzt gleich einmal was ausprobieren. Und dazu muss ich jetzt einmal speichern, weil mir hat jemand gesagt, die laufen dann nicht durchs Wasser und so. Mal kurz abgespeichert. Und wir probieren das gleich einmal aus. Normalerweise tun die Jungs ja uns nichts, hat es geheißen. Wenn wir sie nicht beachten, dann... Da sind gleich zwei Riesen, ja. Wir laufen da mal querfeldein. Stellen uns da mal ins Wasser. Aha. Oh, jetzt sind sie böse. Du auch?
Ja, wenn wir jetzt sterben, sind wir im Eck. Ich mache mal ganz was. Ganz was Witziges. Da haben wir einen Feueradronachen. Ja, der schaut ja cool aus. Seht euch das an, der kommt ja gut. Ah! Was ist denn da mit meinem... Eine ganze Herde um mich herum. Na komm her da. Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn da jetzt ausgerüstet? Feueradronachbeschwörung, warum geht denn das nicht? Ah, das ist zu weit weg. Oh, die halten ja einiges aus. Wie gibt's denn das? Scheiße. Und wie kommen die jetzt hier wieder weg? Ja, Leute, ich mache einen kurzen Schnitt und spiele mich da ein wenig, ja? So, Leute, ich habe jetzt einen Riesen getötet hier nämlich und die verschwinden da, die Jungs. Und seht ihr, ich bin da geflüchtet. Die Mammuts konnte ich töten aus dem Wasser raus, aber die Riesen, die verschwinden einfach so. Mir nix, dir nix, die reißen ab. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich lock sie hier zu dem Wachturm, weil die haben mich dann auch verfolgt. Und wir machen dann wieder einen Feueradron nach, weil der so lustig ist. Der schaut ja recht witzig aus. Und dann, was werden wir machen? Feuerzauber. Ja. Weil der kommt hier nicht rein, ja? Ah, der bringt mir den um. Das will ich ja nicht. Heilende Hände, komm, beide nehme ich. Und dann heilen wir gleich wieder mal. Und das ist wieder mal eine Möglichkeit. Hör auf. Aber er sieht gut aus. Ist ein weiblicher Feueradronach. Ja? Und dich heilen wir auch mal. Ja, nicht sterben bitte. Komm, Alter. Ja. Okay. Und da level ich noch weiter ein wenig, ne? Die Zerstörung und so. Ne? Das geht ja recht gut. Und wir können uns den Riesen aus der Nähe auch anschauen. Ich melde mich dann, wenn es vorbei ist, okay? Ja, Leute, wir machen dem jetzt den Gar aus. Und das war's dann auch schon. Wir haben da ein wenig gelevelt und das ist ja auch nicht unbedingt fair, aber auch im Rahmen des Machbaren. Also, ist es schon okay, ja? Die Wachen standen da unten blöd herum und haben nichts getan, aber ja, ich stecke das mal weg. Mit diesen Flammen auf! Bist ja ein Guter, verstehst? Du hältst da unten Maul auf dem Pfeil und ich kämpfe da um mein Überleben. Ah, wir müssen die Kapuze, ja, die Novizenkapuze wieder aufsetzen. Was mir aufgefallen ist, unsere Magika regeneriert sich extrem langsam. Könnt ihr mir nicht ein warmes Bett herbeizaubern? Ja, das nächste Mal, du Kasperl, echt wahr. Und da liegen unsere zwei Helden. Ne? Wir haben den jetzt schon durchsucht und da schauen wir gleich nach, was es da alles gibt.
Der hat auch eine Axt und ein wenig Gold, ja. Pferdefell, einen Riesensee, den können wir brauchen. Ja, Schneebärenpelz kommt gut, Wolfspelz und die sind auch nicht schlecht, ja. Okay, das hat sich mal ausgezahlt und da haben wir auch noch eine Wache. Schauen wir mal, was wir alles mitnehmen können. Der ist gleich unserem Gemetzel zum Opfer gefallen, leider, ja. Aber da gibt es ein Amulett, ja. Plus 15 auf Redekunst, das ist wichtig, ja. Und ich werde das einfach jetzt wieder aufnehmen, zurücklaufen, verkaufen und dann geht es weiter mit dem Quest. Wir sind ja ziemlich schon im Zeitverzug. Also bis dann, Leute. Wir machen da dann gleich weiter. Also die Riesen sind uns in die Quere gekommen. Aber wir sind nicht gestorben. Das mit dem Wasser haut hin und da könnt ihr sie dann in den Machtturm locken und da habt ihr dann auch einen Schutz, da kommen die nicht rein. Okay, Leute, ansonsten würde ich jedem empfehlen, weicht einfach, ja, denn Riesen aus, ja, sie nicht blöd anschauen und vorbeihirschen, schleichen, man kann auch vorbeigehen, ohne sie zu erregen, aber ansonsten, ja, die sind einfach viel zu heftig. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, ja, es war informativ, ihr wisst jetzt, wie ihr mit den Riesen und den Mammuts umgehen könnt und wir sehen uns wieder, wenn es da heißt, die Aufnahmeprüfung der Gefährten zu machen. Das wird noch ein langer Weg. Ciao, bis später, euer Toso.